Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Ich möchte heute mal ein Rezept ausprobieren und bin schon mega gespannt, ob das funktioniert. Und zwar ist das Salted Caramel, also gesalzenes Karamell. Wer das schon mal probiert hat, weiß, oh mein Gott, es ist so ein Suchtfaktor. Es ist so mega lecker, ob als Creme, über ein Eis, über ein Dessert, im Kuchen, über Käsekuchen oder wie auch immer. Das ist so vielseitig einsetzbar und schmeckt so, so lecker. Und das Ganze möchte ich jetzt natürlich einmal im Thermi ausprobieren. Und zwar brauchen wir da einmal 105 Gramm raffinierten Zucker. Und dann habe ich hier noch Muscovado-Zucker. Das ist kein Muss. Ihr könnt auch ganz normalen braunen Rohrzucker verwenden. Oder ihr nehmt 210 Gramm ganz normal weißen Zucker, das bleibt euch überlassen. Aber der Muscovado-Zucker ist eben schon geschmacklich sehr, sehr intensiv und bringt auch schon mal eine schöne braune Farbe mit. Und auch davon nochmal 105 Gramm. Dann wiegen wir uns ein 150 Gramm Sahne. Butter in Stücken. Mal gucken, ob ich jetzt hier hinkomme mit meiner Butter. Und dann brauchen wir natürlich noch Salz. Ihr könnt natürlich auch Fleur de Sel nehmen. Ich nehme jetzt ganz normales Salz. Und zwar einen gestrichenen Teelöffel voll. Einfach mit dazu. Und dann nehme ich noch einen Esslöffel von meinem selbstgemachten Vanillezucker. Ihr könntet aber auch ein Päckchen Vanillezucker nehmen. Und dann wiegen wir uns noch 20 Gramm Wasser ein. Jawohl. Und das waren sie dann auch schon, alle Zutaten, die wir benötigen. Jetzt stellen wir uns den Thermomix einfach an. Ich nehme übrigens keinen Messbecher, weil das Ganze soll ja ein bisschen einkochen und einwiegen. Ich nehme als Spritzschutz nur das Garkörbchen. Und jetzt stelle ich einfach ein, erstmal 12 Minuten. Und dann gucke ich, wie es mir von der Konsistenz her gefällt, ob ich es vielleicht nochmal 2-3 Minuten länger mache. Auf 120 Grad und Stufe 2. So, das kocht jetzt die 12 Minuten und dann sehen wir uns wieder. Mmh, lecker. Wenn ihr das riechen könntet. Mir ist es jetzt noch ein bisschen zu dünn. Ich koche das Ganze noch ein bisschen weiter ein. Aber schaut euch mal die Farbe an. Oh, mega. Mmh. Und wie das riecht, richtig lecker. Jetzt probieren wir mal. Oh mein Gott, ist das lecker. Oh Gott. Mmh. Durch den Muscovado-Zucker schmeckt das extrem karamellig. Mmh. Mega. Wie gesagt, ich lasse das Ganze jetzt nochmal ca. 4 Minuten ein bisschen einköcheln, damit es ein bisschen dicker von der Konsistenz her wird. Aber ihr könntet das jetzt auch so lassen, wenn ihr es ein bisschen dünner mögt. So, und dann sehen wir uns in 4 Minuten wieder. Dann fülle ich das Ganze in Gläser um, die habe ich mir jetzt schon mal ausgespült. So, jetzt ist das Ganze richtig schön eingeblubbert und es blubbert auch noch ganz fleißig. Und ich fülle mir das jetzt einfach gleich in die kleinen Fläschchen. Die habe ich jetzt auch vorher schön heiß ausgespült, damit die mir jetzt auch nicht platzen. Und dann kommt unser Salted Caramel einmal da rein. Gott, wenn ihr das riechen könntet. Schön heiß und dann auch gleich verschließen. So, dann stelle ich mir die einmal beiseite und dann kann das Ganze richtig schön abkühlen. Und wie viel haben wir jetzt rausbekommen? Wenn ich nicht gebarzt hätte, wären es jetzt 400 Milliliter. So fehlt mir jetzt ein bisschen was, aber das macht nichts. Ich lasse den jetzt so auskühlen, wie er ist und dann kommt er in den Kühlschrank und dann je nachdem, wann ich ihn brauche, kann er eingesetzt werden. Wenn ihr nur hellen Zucker verwendet, dann wird es wohl so sein, dass der ein bisschen
heller ist von der Farbe her. Bei mir ist er jetzt so schön dunkel wegen dem Muscovado-Zucker. Aber schmecken sollte das Ganze genauso gut. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr probiert das Ganze mal aus. Und natürlich hoffe ich, dass es euch so sehr schmeckt wie mir. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!